Gut. Kommen wir hier auch drüber? Ja, wir kommen ja auch drüber. So. Aber ich muss den Hintereingang finden, um in Yoshis Haus zu kommen. Ich kann ja mal alle Gumbas vernichten. Ob das das bringt, weiß ich nicht. Aber ich kriege auf jeden Fall ganz viele Münzen. Zack. Puh, du hast mich gerettet. Aber der Unhold ist geflohen. Ah. Nee, ich dachte, du schießt mich weiter. Blöder Stern. Helf mir. Okay, dann gehe ich doch nochmal hier rein. Hier entlang. Ah. Hallo. Hey, meine Freunde haben mir von dir erzählt. Hüpf in mich rein, sobald du mich in einen Sternring verwandelt habe und genieß die Aussicht beim Fliegen. Ja, gut, dass wir die Lumas auf unserer Seite haben. Oh, cool, Sternstaub. Sternstaub. Aber die neuen Welten sehen ganz cool aus. Es kann es sein, dass das Mario-Spiel auch ein ganz kleines Grafik-Update bekommen hat? Also ich finde, das sieht noch ein bisschen runder aus alles. Ein bisschen farbenfroher. Als in Mario Galaxy 1. Gucken wir mal, ob man hier nicht anders hochkommt. Haha. Ich brauche diese blöden Plattformen nicht. Ich benutze meine eigenen Wege. Was ist das? Oh, die Hälfte. Es gibt Mittelpunkte? Interessant. Oh, und Noten. Dam, 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 dam. Nein, eine fehlt. Zwei. Okay, das Leben habe ich mir wohl. Na gut, das Leben ist da runtergefallen. Nicht so schlimm. Hol ich mir halt das. Nein, nein. Wow, da wäre ich da fast drauf gegangen. Na, Plattform. So, nochmal. Plattform. Und hier nochmal. Plattform. Okay. So. Gehen wir mal da hoch. Plattform. Ah, die sind schon zum Beispiel schon mal neu. So. Und weiter. Das funktioniert alles ganz prima. So. Kann ich vielleicht da hoch? Ja, kann ich. Kann ich. Hey, ganz viele Münzen. Die Münzen sollen ja auch wichtiger geworden sein in diesem Teil. Als im letzten. Da waren sie ja total sinnfrei. Außer zum Leben wiederherstellen. Wow. Wow. Haha, cool. Ich liebe dieses Schwerkraftspiel. Zack. Was? Noch eine Hälfte? Okay. Gibt echt viele Speicherpunkte hier in dem Spiel. Es soll ja auch etwas schwerer sein als das letzte. Ich hoffe es zumindest. Aber ich hoffe anspruchsvoll, also anspruchsvoll, aber nicht unfair. Das wäre so das Beste. Wow. So, hier rüber. Ah, fliegen Gumbas, fliegen Gumbas. So. Und weiter. Ah, das sieht aus, als ob wir gleich gegen Dino Piranha kämpfen dürfen. Nee, Dino Piranha Junior. Und noch einen Speicherpunkt. Interessant. Gut, dann weiß man wenigstens immer, wo man wieder rauskommt. Wow. Ja, fliegt man ganz schön weit. Zack, los. Drauf da. Bäm. Juhu. Okay, die sieht schon mal anders aus. Yay, der erste Miniboss. Die Zunge ist geil. Wow. Na? Zack. Haha. Wow. Ist aber leider gleich zu besiegen, anscheinend wie die alten Piranhas. Hat das Vieh einen Stummelschwanz? Zack. Böses Baby. Kriegt den Hintern von Sold. Ja, und weg.
Oder? Oder wütend? Oh. Hohoho, wütend. Aber richtig. Nein! Oh, da freut sich. Ja, du kommst mir hier nicht davon. Zack und. Nein, nicht getroffen. Ha, getroffen. Na los. Mario. Au. Boah, einfach so umdrehen. Fies. Okay, dieses Baby-Dino-Piranha ist schlauer als die ganzen Dino-Piranhas im ersten Teil, finde ich. Na los, na los. Nein, hey. Ah. So. Hinterher. Wow. Nein! Es verfolgt mich! Treffer. Ein Powerstern, der erste. Powerstern für Remish. Den Klempner. So. Sternstaub wird auch wieder sehr wichtig sein, deswegen sammle ich lieber mal ein bisschen was ein. Und eine neue Siegesmelodie. Cool. Ja, da, aber wir hatten noch keinen Yoshi. Yoshi! Uhu. Oh, 8 Minuten 19 und 40 Sekunden. Cool. Oh, und ich behalte die Münzen. Okay, also es ist wirklich wichtiger. Wow. Du bist fett. Hallo, du musst Mario sein. Meine Luma haben mir berichtet, was im Pilzkönigreich vorgefallen ist. Dieser Powerstern gehört uns. Danke fürs Zurückbringen. Zu schade, dass der Unhold entwischt ist. Übrigens, mein Name ist Luma. Ich wache über diese Luma hier. Ob du es glaubst oder nicht, du stehst gerade auf einem Raumschiff. Die Luma haben diese kleinen Planeten in Schiff verwandelt, um durch das Weltall zu reisen. Diesen kleinen Planeten natürlich. Siehst du, was mit unserem Raumschiff passiert ist? Dieser Unhold hat Meteoriten auf uns geschleudert und dabei wurde das Schiff zerstört. Durch die Erschütterung sind auch einige Mitglieder meiner Mannschaft über Bord geschleudert worden. Mario, soweit ich das verstanden habe, hat der Unhold also deine Prinzessin entführt. Mal wieder. Aber er hat auch vor uns nicht Halt gemacht. Dieser Unhold hat uns alle Powersterne entwendet. Unser Raumschiff benötigt die Energie der Powersterne, um fliegen zu können. Ohne Powersterne stecken wir also fest. Oh, süß, dieser besondere Luma unter deiner Mütze. Ich hätte ihn nie an solchem Ort vermutet. Augenblick, jetzt verstehe ich. Nur seinetwegen kannst du die Sternkraft verwenden. Gut, dann habe ich einen Vorschlag. Du bist auf der Suche nach der dir kostbaren Person in den Weiten des Universums, ist es nicht so? Ganz genau. Nein, Moment. Ah, das stimmt. Logisch. Wie wäre es, wenn ich dir ein Raumschiff besorge? Um durch Raum und Zeit zu schippern, benötigt dieses Schiff jedoch die Energie der Powersterne. Du wirst uns also helfen müssen, die Powersterne für das Schiff zu finden. Einverstanden, Mario? Na klar. Sehr gut, wir haben eine Abmachung. Alle mal herhören, wir haben einen Plan. Ich möchte, dass hier gleich alles so raumschiffig wie möglich aussieht. Yay, Luba! So habe ich mir Raumschiffe schon immer vorgestellt. Seit dem ersten Star Trek. Los Crew hat das Raumschiff repariert. Es sieht nun wie Mario aus. Das ging fix. Nun, was denkst du? Ein Schiff nach deinem Vorbild sieht gut aus, nicht wahr? Oh, wie bitte? Es gefällt dir nicht? Sieh's mal so, wenn es jemals in einem Asteroidensturm verloren gehen sollte, weiß man gleich, wem es gehört. Was für ein Argument. Und noch dazu sehr praktisch, nicht wahr? Ich ernenne dich hiermit zum Steuermann dieses Raumschiffes. Mögst du es weise durch das weite Sternenmeer navigieren? Du kannst nun das Raumschiff Mario erkunden oder gleich das Steuerrad übernehmen und den Kurs bestimmen. Es ist deine Entscheidung. Schließlich bist du der Steuermann. Yay, wir erkunden etwas.
Das Spiel wurde gespeichert. Das finde ich nicht gut. Ich muss erst gucken, ob die Aufnahme klappt. Das ist nicht toll. Aber bisher hat es eigentlich immer gut geklappt. Ich habe zwar ein bisschen was umgebaut, aber es sollte trotzdem gut funktionieren. Hey, roter Stern.